Snacks. Okay, next Folge. Okay, next, okay, Lieblingszitat. Fick dich, Alter. Fick dich. Zitat. Okay, ich hab von Pietro. Fick dich und fick dich nochmal. Ja, Pietro. Das ist der Beste. Ja. Das kannst du einfach immer verwenden, so. Ja. Geh einfach gegen die Wand und hau dich einfach wieder gegen die Wand. Verstehst? Und einfach reinschleißen. Oder halt die Fresse. Halt mal die Fresse. Digga, was ist ein Zitat? So ein, so ein Spruch, so ein Spruch einfach. Ja, so ein Spruch, wenn jemand so weise klingen möchte. Ja, weise. Junge. Eines so. Tages sagte ein Herr, wenn du reinscheißt, dann haust deinen Kopf einmal gegen den Baum, gehst zurück und haust ihn nochmal gegen den Baum. Ja, okay, gut. Okay, next. Ja, weiter. Oh, auf jeden Fall, wir waren so, keine Ahnung, war 6. Klasse, 5. Klasse, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir waren halt so, ich und Pietro halt, und dann halt noch so ein Japaner einfach. Und so ein Typ, wir haben halt so viel Fafu gespielt. Und wenn man halt verloren hat, muss man halt so zum Girl gehen und einfach sagen, so einfach so random, so ich liebe dich, okay? So, wir haben es halt so alle gemacht, und der Japaner, so 6 Stunden, ist eigentlich Schule aus, so, dann musst du halt noch machen, so. Er geht zu diesem Mädchen, und sagt dann so, und dann auch, warte, er stottert. Der Junge hat ihn nicht mal verstanden. Das Girl schaut ihn einfach so an, so, come on, bro. Das kann aber nicht wirklich sein, oder? Ding ist, er hat so hart gestottert, Alter, so gezittert einfach seine Stimme. Es war ja nicht mal ernst gemeint, oder so, es war einfach so. Ja, ja. War einfach so. Soll ich anfangen? Nein, nee, Pietro. Ja, meins knüpft ja dran an. Pietro, ich denke, da ist Peter. Ja, Peter Parker, Alter. Peter Parker. Wie heißt denn Pietro oder Peter? Pietro, aber wir sagen alle Peter Parker. Bei mir, es war so, ich wollte einfach persönlich machen, aber hat einfach nicht geklappt so. Dann habe ich so, okay, ich mache dieses Jahr, also auch Text einfach. Und dann so, ich schreibe dann so, ich warte drei Tage danach, bekomme ich erstmal zurück. Hallo! Okay, 3 Tage! Und danach schreibe ich wieder, ich muss. Und so wie es dir geht und so, dann wieder einen Tag warten zu antworten. Ich denke mir so, was zur Hölle? Und danach frage ich so, ob sie so nächste Woche Zeit hat, keine Antwort. GG. Ist dein Zimmer aufgeräumt? Nein. Aber es ist nicht so brutal wie bei meinen anderen. Nee, bei mir schon. Bei mir ist es schon ein bisschen aufgeräumt. Bei mir ist so ein bisschen aufgeräumt, aber. Ja. Das Ding ist, bei mir ist halt nicht so. Wenn schon, liegt nur Kleidung rum. Ja, bei mir auch. Mehr nicht. Aber bei mir liegt die Kleidung halt aber auch nur in einem Eck, einer Ecke nur, so. Nur Plastikflaschen, Wasserflaschen und Kleidung rum, mehr nicht. Ja, das Ding ist, es ist so ordentlich. Ja? Ich verunstalte mein Zimmer eigentlich nie, weil ich brauche halt nur PC so. Ja, das Ding ist bei mir auch so. Entweder ich gehe raus oder. Ja. Ja, let's go. Warst du damals viel draußen? Was? Warst viel du draußen? Damals viel draußen, ja. Was heißt damals? Als, ja. Junge, ich war draußen gelebt. Also damals, ja. Und wenn wo Minecraft angefangen hat, ein bisschen weniger. Ey, ja, früher waren wir immer draußen rum. Ja, aber wir waren echt. Schau, du bist bei mir also 10 Uhr, 8 Uhr so geklingelt, ne? Ja, ich weiß noch so. Schau, Robby war früher so einer. Ja? Er war so in der Früh um 10, 9 Uhr mit JP schon da. Mhm. Bei mir zu Hause, ne? Er klingelt so. Wir waren draußen bis fucking in Nacht. Süß, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das ist echt so, also. Oder bei mir früher, ne? Ich hab so immer noch besten Freund, ne? Das kenn ich seit 13 Jahren jetzt. Boah, ist krass. Ja, wie alt bist du? Ich bin 13. Alles klar. Seid ihr geboren? Sie ist erst so gespawnt. Ja, oh, Bauch. Boah, Mending Power 4. Boah, stark. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das. Ich könnte die zusammen machen, Power 5 Bullshit. Wenn nach euren Eltern nach der Schule noch so arbeiten und die habt dann so ein Tor, so mäßig. Ja, ja. Da kenn ich nicht. Da war mein bester Freund halt immer. Und er, wenn er nach dem Hort dann Dings nach Hause gehen durfte, kam er immer zu mir und dann haben wir immer zusammen Minecraft Freedom durch. Nice. Das war zu geil. Das waren die geilsten Zeiten ever. Ich kenne ja auch Pietro seit Kindergarten, ne? Ja. Wie viele Jahre jetzt? Boah, keine Ahnung, ey, 15, was ist Kindergarten? 15. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr, 16. Ist schon krass. Also ich kenne euch beide erst seit 5 Jahren, ne? Ja, so grob. Ja. Auch krass eigentlich, ne?
Heftig. Ja. Ist auch schon echt drin, echt lang. Vor allem, wir hatten so eine kurze Pause gemacht. Ja. Ne, eigentlich nicht, hatten wir gar nicht. Wir hatten eigentlich seitdem immer in Kontakt eigentlich. Seitdem immer draußen oder fucking Skype-Call zur Stunde? Ja, Skype-Call oder fucking LOL, Alter. Ja. Guckst du viele Sachen im Fernsehen? Nein, gar nicht mehr. Hobby, du schon. Ich guck nur samstags immer so Supertalent oder Joko gegen Klaas und so Stuff. Aber, eigentlich, aber früher schon eigentlich. Ja, früher, aber jetzt nur samstags so eigentlich. Ja. Hast du vor zu heiraten? Ja. Boah, ich weiß nicht, ob Boah, schwierig, war. Schwierig. Richtig viele machen es einfach, glaube ich, nur wegen diesen. Steuer. Genau. Steuerklasse. Steuer zu sparen. Ja, Steuerklasse, aber. Und es ist so dumm. Das ist, ist halt echt nicht schlau eigentlich, um jetzt. Du fuckst halt dein Leben so, aber das, wenn du Geld sparen so. Vor allem, wenn sie dann mit dir scheiden will und danach so dein Eigentum so will. Mhm. Welche Farbe hat dein Stuhl? Lule. Mein Stuhl hat schwarz-weiß. Schwarz-rot. Schwarz-rot. Schwarz. Schwarz und braun. Ich alles schwarz. Hast du schon mal zu viel für eine Sache bezahlt? Ja, Mann. Ich hab 200 Euro für mein Telefon bezahlt. Ja, also schon. Ja, auf jeden Fall in fucking League of Legends. Auf jeden Fall. Ich auch. Ich auch. Ja, ich auch bei League. Aber das bräuchte das bräuchte halt hart. So, sollen wir League wie viel? Ja, bei mir 2400 oder so. Bei mir glaube ich 400. Und ich hatte so meinen Mathelehrer, ich dachte so, das ist ein richtiger Ehrenmann. Und am Ende hat er mich einfach enttäuscht. Warum? Er hat einfach, wo es knapp war, so, ja, ist einer so, hat er, ich bräuchte nur so eine 4, mündliche. Und er hat mir einfach eine 5 reingedrückt, obwohl ich die letzten paar Wochen so oft gemeldet habe. Das war einfach. Ja, das er hat nicht gegönnt. Er hat nicht gegönnt und dann muss ich nochmal eine bessere Note schreiben. Der Wank. Aber die ganze. Das war da, wo du wiederholen musstest. Nee, es war letzte, also die letzte jetzt. Ich musste richtig hereinhassen, die letzte Scheiße da. Lieblingsfach in der Schule. Ich bin einfach. Oh. Lieblingsfach in der Schule. Gar kein Ziger. Doch, Freistunde. Ja. Englisch, ich muss nie aufpassen. Ja, ich finde, jedes Fach kann dein Lieblingsfach werden, außer Französisch und Politik. Ja. Aber es kommt auf die Lehrer. Fact. So, Fact. Und Deutsch. Deutsch auch nie. Ja, stimmt. Ja. Aber es kommt auf die Lehrer an. Ja. Lieblingsschauspieler. Schauspieler. Obama. Barack Obama. Schauspieler. Achso, Er ist. Keine Sorge. Ja, dieser Forrest Gump-Typ. Ja. Jackie Chan. Was auf jeden Fall erreichen willst. Ah, selbstständig. Ganz einfach. Ich glaube, ich möchte auch irgendwie selbstständig werden. Ne? Später. Ja, wenn du für eine Person arbeitest, du bist gefühlt Sklave. Wie viel ist das denn für mich? Ja. Bei mir ist es nicht mal so wegen des Gefühls einfach, ich habe keinen Bock einfach, nee, für jemanden zu arbeiten. Nee, auch, aber du hast keine Freiheit, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, aber und ich bin als Selbstständiger hast du irgendwie, also ich weiß nicht, aber hast halt irgendwie mehr, glaube ich. Erzähl mal deine gruseligste Geschichte. Dann hat mich mein Cousin wieder mal eingeschlossen, hat gesagt, Chucky kommt und so, hat die Tür zugehalten, hat das Licht ausgemacht. Ja, und ich stand in der Mitte des Raumes, konnte nichts machen, Tür zu. Licht aus, die ganze Zeit gerufen, Chucky kommt. Nein, was? Ich hätte da irgendwie auch noch gedacht. So ähnliches habe ich auch mal bei meinen Neffen. Aber ich habe nicht die Tür zugemacht, Alter. Echt, das ist ja eine richtige Antwort. Ich habe so das Licht ausgemacht und dann gesagt, schnell. Ja, nicht so. Schon 3 Stunden, ja, safe, glaube auch. Wer hat das gefragt? Maxwell Assassin. Nice. Ja, ist halt true. Aber. Ja, wieso hobbylos? Ja, aber das ist ein Teilchen. Ja, aber das ist so relaxed und du kannst so im Late Night spielen schon. Ja, ich mach auch gefühlt nichts, Alter. Ich schlug manchmal Rechtsklick, Alter. Was? Kannst du mehr, Alter? Relax, Alter. The fuck? Willst du mich verarschen? So, zwei Typen, Alter. Die machen einfach. Das ist eine fucking Minecraft seit 3 Stunden und angeln nur, Alter. Oh mein Gott. Hilf mir bitte, Alter. Das ist so hobbylos gerade. Ja, ihr seid echt hobbylos. Bei Ehre, Max, mal danke. Was ist Sunscreen, Mann? Das ist Leuchtspiel, Alter. Keine Ahnung. Mach's doch entspannt, Alter. Sei ehrlich. Nein, das ist nicht entspannt. Ich bekomme die Krise. Aber die gleiche Scheiße. Wer ist das? Wer ist das? Das ist mein Sohn. Ja. Ja, das ist dann so. Ja, der ist ein bisschen behinderter im Kopf, also. Wer ist denn sowas? Ja, das ist mein Sohn.
Ich war schlafen und dann in der Schule, nicht in der Schule, aber sowas ähnliches. Okay. Also, Kaito geschlafen hat und wieder zurückkommt. Ich hab so lange gezockt, Kaito ist aufgestanden. Mhm. Aber bald, er ist geschlafen, ist Schluck gegangen, ist jetzt er wieder hier. Ja, er hat einen gescheiten. Peter Parker fehlt. Peter Parker. Ich muss mal meinen fucking Account machen, Digga. Was für ein Account? Was für ein Account, Alter? Was für ein Account bist du? Dieser Peter Parker ist auch verwirrt. Warte, ich muss mir meinen Charakter machen.